Hallo, das Döselchen hier. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ihr seht es bestimmt schon, weil es da steht. Und ich muss mich bei Make dafür bedanken. Ich habe, Entschuldigung, ich habe lange nach der ROM gesucht und habe sie nicht auf Deutsch gefunden. Und Make hat sie mir freundlicherweise überlassen. Doch weiß ich genauso wenig wie er, wie man dieses komische Flimmern da rauskriegt. Fangen wir einfach ein neues Spiel an. Ja, wir spielen Harry Potter und der Steinerwald. Für den gelben Keller. Ich hab... Lieber Mr. Potter, Sie wurden an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei angenommen. Mit freundlichen Grüßen, Albus Dumbledore, Schulleiter. Oh Gott, willkommen mit der Pinkokos Harry. Er hat noch kein Schulbuch, der Kleine, warte. Ich war noch nie an solch einem Ort. Logisch. Dieser Ort ist ja auch einzigartig. Das ist Ollivander, ein Laden für Zauberstäbe. Steht ja auch auf dem Schild. Werd mal reingehen und nach einem Zauberstab für dich sehen. Kannst dich ja ein bisschen hier draußen umgucken und danach kommen. Ich hab das Spiel als kleines Kind geliebt und dann war ich so blöd und hab's getauscht gegen irgendwas anderes. Ich weiß nicht. Ich glaube gegen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich war so blöd. Und lauf nicht vor jeder Kreatur weg, der du begegnest. Du kannst stärkere Kreaturen nur besiegen und jetzt auch schwächere Kreaturen bekämpfst. Kämpfen! Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer gefunden. Ja, in Brunnen sind Sachen versteckt. Hier gibt es Besen. Hallo, ich möchte einen Besen. Hallo, junger Mann, sind Sie im ersten Jahr in Hogwarts? Ich werde bald nach Hogwarts gehen. Sie wissen sicher, dass ich Ihnen nichts verkaufen kann. Sehen Sie sich jedoch ruhig ein wenig um. Oh mein Gott. Besen. Ja, ich habe das so lange nicht mehr gespielt, weil ich das als kleines Kind schon eingetauscht habe. Es ist sozusagen blind. Vernichte nun schwächere Monster, damit du später in der Lage bist, stärkere Monster zu besiegen. Ich rede nicht mit dir! Boah. Ja. Nein, da ist nichts drin, okay. Was ist hier drin? Zaubertränke. Mega-Power-Trank, Opferbildtrank, Gegenmittel, bla bla bla. Okay, ich möchte nichts kaufen, weil ich kein Geld habe. Hallo Oma. Ach, du bist ein Opa, okay. Du bist er. Ich meine, du bist du. Ich meine, du bist Harry Potter. Nein, eigentlich bin ich Dusselchen, aber okay. Verpiss dich mal, ich bin den Ding. Danke. Okay, auch nichts drin. Kann hier irgendwo was drin sein? Yay, ich hab Geld. Ich hab Geld gefunden. Hallo. Nein, ich will noch nichts kaufen. Danke. Ja. Das habe ich vergessen, meinen Timer zu stellen. Ich Vollidiot. Fällt mir mal gerade so auf. Also, ja. Ich bin nur ein bisschen doof heute. Gut, gucken wir uns weiter um. La, 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 la. Wir waren nicht im Eulenhaus, ne? Hallo. Ich wollte mit der Eule reden, aber auch gut. Ah, ich kann nicht weiter, okay. Willkommen in Eulex Eulenkoffer. Welches Jahr bitte? Welches Jahr, was meinen Sie? In welchem Schuljahr sind Sie in Hogwarts? Im ersten? Im zweiten? Ich bin noch nicht in Hogwarts. Dann tut es mir leid, wir dürfen Ihnen hier nichts verkaufen. Sie können sich aber gerne weiter umsehen. Und Sie möchten einen schönen Tag, ne? Harry, du bist echt ein Dödel. Ist mir ernsthaft. Gut. Hagrid ist mir da gerade einen Zauberstab kaufen. Hallo Harry, das ist Mr. Ollivander. Er wird dir helfen, einen Zauberstab auszusuchen. Treffen uns dann später bei Gringotts. Für jeden Zauberer gibt es nur einen einzigen geeigneten Zauberstab. Wir müssen einige ausprobieren, bevor wir den richtigen für sie finden. Probieren Sie mal diesen. Offensichtlich nicht der richtige. Für Sie versuchen Sie lieber mal diesen hier. Klappt es immer noch nicht? Vielleicht brauchen Sie einen ganz besonderen Zauberstab. Ich habe da eine Idee. Versuchen Sie einmal diesen Stechpalme und Phönixfeder. Ich glaube, ich habe den richtigen Zauberstab für Sie gefunden, Mr. Potter. Er verfügt sowohl über den Flipendo
als auch über den Vermilius-Uno-Zauber, der bei Zauberduellen sehr nützlich sein kann. Ich habe leider nicht genug Geld, um ihn zu kaufen. Hagrid hat ihnen 119 Sichel auf ihrem Konto bei Gringotts gut schreiben lassen. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Ich bin sicher, dass der Zauberstab bei Ihnen in guten Händen ist. Du bekommst Harrys Zauberstab. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Mr. Potter. Du hast jetzt deinen Zauberstab bekommen. Dies ist der wichtigste Gegenstand für jede Hexe und jeden Zauberer. Du kannst nur den ersten Zauberspruch verwenden. Später wirst du noch eine ganze Menge anderer Zaubersprüche lernen. Hey, bist du nicht Harry Potter? Nun... Du bist... Ich hab recht. Dass du hier bist, bedeutet bestimmt, dass du nach Hogwarts fährst. Weiß eigentlich jeder alles über mich? Was wird denn Spaß, Harry Potter, in Hogwarts? Kann ich irgendetwas für dich tun? Brauchst du noch irgendwelche Bildkarten von berühmten Hexen und Zauberern? Ich weiß nicht, was sind das für Karten? Oh, sie sind einfach super. Man kann sie sammeln und tauschen. Außerdem kannst du mit bestimmten Kartenkombinationen magische Dinge vollbringen. Hört sich interessanter an als Solitär. Das habe ich öfter gespielt. Ich habe viele Karten, die ich nicht mehr brauche. Ich würde dir gerne welche schenken. Es gibt 4 verschiedene Kartenspiele, die du sammeln kannst. Hier, such dir einfach ein Spiel aus, mit dem du beginnen möchtest. Wähle ein Kartenspiel aus. Moment. Justus Pickwickel. Gullivar. Gregor. Name der Böse. Es ist grün, ich bin grün. Die Spiel sieht interessant aus. Außerdem brauchst du noch 2 weitere Dinge. Ein Folio Magi, dass du deine Karten einsortieren kannst. Du bekommst Folio Magi. Und ein Folio Triplicius, in dem du deine Kartenkombinationen ablegen kannst. Ich werde dir auch ein paar Kartenkombinationen schenken. Die Musik ist episch. Ja, ist okay. Vielen Dank, das ist sehr großzügig von dir. Gern geschehen, warte nur ab, was passiert, wenn ich das anderen erzähle, dass ich dem berühmten Harry Potter geholfen habe. Wenn du dir dein Folio Magi oder dein Folio Triplico ansehen möchtest, drücke auf Start, um zum Hauptmenü zu gelangen. Wähle dein Folio Magi bzw. Folio Triplico. Entschuldigung, ich bin erkältet. Eine Eulenstatue? Nein! Die macht Uhu. Hallo Mensch. Du kannst zuvor erworbene Gegenstände wieder an die Geschäfte zurückverkaufen. Die zahlen dir natürlich weniger, als du ursprünglich bezahlt hast. Nein, echt? Hallo. Willkommen beim Heiler, auch wenn sie gar nicht verletzt sind. Was haben sie denn da? Ich heile alle, die der Herrn Winkelgast verletzt werden. Sie können jederzeit wieder vorbeikommen. Yay. Nur schöne Aussichten, verletzt zu werden. Lauf nicht für jede Kreatur weg, der... Achso, ja, okay, kennen wir. Aha, wie groß ist denn die Winkel? Ganz groß habe ich gar nicht in Erinnerung. Ah, hier kann man Süßigkeiten kaufen. Moment, nein. War hier nicht was? Verdammt, ich muss nochmal in jeden Laden rein. Super. Nicht gut. Besuche den Heiler, wenn dir einen Zeh stößt oder eine Ratte dich verletzt. Oh mein Gott, hier wird mein Zeh gestoßen. Heiler, hilf mir. Wie kann ich mir Kleidung kaufen? Okay. Warum sieht Harry so hässlich aus? Du bist Harry Potter. Ja, Bücher. Wir müssen hier, glaube ich, eh nochmal überall rein. Also später. Von dem her. Ist das jetzt nicht schlimm? Okay, hier geht's nicht mehr. Oh Gott sei Dank, hier geht's nicht mehr weiter. Auch nicht, ne? Nein. Was zur... Ja, ich weiß. Ja, okay, alles okay. Das ist eine Ratte. Zauberspruch. Flippendo Uno. Nein, Schaden. Ah, sie hat mich gebissen. Vermilius Uno. Aha, sie ist tot. Yay, gewonnen.
Kürbispastete. Ah, da ist noch einer. Ich will noch mal gegen eine Ratte kämpfen. Ratten sind süß. Die hat laut genau 20 HP. Ja. Yay! Kürbispastete. Hm? Okay, hier kommt kein mehr. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass in der Winkelgasse welche aufgetaucht sind, aber gut. So, würdest du mich bitte heilen? Danke! Gut, ich würde sagen, damit hätten wir uns die Winkelgasse sehr ausführlich angeguckt. Vorsicht, in der Seinstraße gibt es etliche Ratten. Und wir gehen nächstes Mal. Hey, ich wollte ja noch gar nicht lesen. Steht etwas auf der Tür. Fremder kommen nur herein. Hab Acht jedoch und bläust dir ein. Wer der Sünde Gier will der dienen und will Leben nicht verdienen. Er wird voller Pein verlieren. So, ich würde sagen, wir machen hier Schluss für heute und sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.